Dann muss es wohl so sein. Dann geht mal auf die Reise. Soll ich die einnehmen oder was? Erobern. Okay, dann zack, zack und zack. Dim, dim, dim. Einheitenlimit erreicht. Ja, ist ja gut. Trotzdem noch Gebäude bauen, ne? Ja, das sieht so gut aus. Nein, ich kann keine Gebäude bauen. Gut, dann wird's mit dem Einplan nichts. Schade. Schade, schade. Naja, ich behalte das mal im Hinterkopf. Einheitenlimit erreicht. Einheitenlimit erreicht. Dö. Meins. Und was bringt das? Nix. Machen wir es blau und dann sind wir zufrieden. Wir warten immer noch auf die Daten aus den Kommandozentren. Earthcom Ende. Das macht er mit Absicht. Der Arsch macht das mit Absicht. Da war der extra so lange, bis ich kurz vorm Ziel bin und er sagte, wir warten immer noch. Einheitenlimit erreicht. Deine Mutter erreicht. Oh Mann. Wo steht denn das einer mit Limit? Bei 250 oder was? So sehe ich das gerade. Für mich sieht es aus, als würde das Einheitenlimit bei 250 liegen. Ist bei Supreme Commander Forged Alliance anders. Da sieht man tatsächlich irgendwo eine Einheitenzahl. Oben rechts meine ich. Die sieht man hier gar nicht. Es wurden genügend Kommandozentren eingenommen. Wir laden die Daten runter. Earthcom Ende. Sie werden unseren Kampfgeist nicht brechen. Klingt wie ein Ferengi. Wir haben die Daten von den Kommandozentren analysiert. Dr. Sweeney befindet sich auf dem Planeten nicht weit von Ihnen. Die Berichte zeigen, dass er gezwungen wurde, an dem Cybrin-Virus zu arbeiten. Sie müssen ihn retten und von dem Planeten schaffen. Earthcom Ende. Sir, wir haben die Anlage, in der Dr. Sweeney festgehalten wird, geortet. Nehmen Sie sie ein und eskortieren Sie den Doktor zum Quantum Gate, das sich im Süden befindet. Sweeney kann damit den Planeten verlassen. Earthcom Ende. Operationsgebiet ausgeweitet. Halleluja. Pläne heruntergeladen. Was für Pläne? Habe ich jetzt einen Schildgenerator oder was? Oh, der Luftüberlegenheitsjäger, ernsthaft. Der ist gut. Der heißt nicht umsonst so. Taktischer Raketenwerfer. Nice. Ach, der fährt dazu, ne.
Oh. Für all die Leben bezahlen, die sie heute nahmen. Ich habe doch ein Spionageflugzeug gebaut. Wo ist denn das? Da ist er. So. Guck mal, wie schnell er ist. Und der ist weg. Schick die mal dahin. Schon eine? Ne, bestimmt nicht, ne? Ne. Sie haben Freigabe, die Klinkhammer Tech 2 Artillerieanlage zu bauen. Der Plan lädt bereits hoch. Die Artillerie hat eine exzellente Reichweite, aber sie benötigt eine beträchtliche Menge Energie. Earthcom Ende. Pläne heruntergeladen. Tech 2 Artilleriestellung, ernsthaft. Geil. Sie werden heute sterben. Da kenne ich einen guten Satz für. Sterben, warum nicht? Nehme das Schicksal seinen Lauf. Verdammt. Ja, die kommt zum Glück nah genug dran. Sehr gut, die soll meinen Commander schützen. Jetzt schicke ich jetzt noch weiter in die Basis. Gut, wir können schon mal zwei Luftüberlegenheitsjäger bauen, das ist ganz gut. Davon werden neue gebaut. Aber ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee, eine Artillerie zu bauen. Wenn es überhaupt geht. Ah, das geht, cool. Oh, gleich mal 4 Stück. Ja, das passt.
So, meine Techniker sind gleich da. Ich habe dir noch ein paar Leute dahin gestellt. Damit sie halt ein bisschen Schutz haben, ne? Soll ja nicht zu wenig. Optimalerweise werden sie von den Dingen dann weggeholt. Sir, die Anlage wurde eingenommen und wir haben Kontakt zu Dr. Sweeney hergestellt. Er braucht etwas Zeit, ein Fahrzeug zu besorgen. Wir kontaktieren Sie, wenn er soweit ist. Earthcom Ende. Ich sehe gerade die ersten Luftüberlegenheitsjäger in der Luft. Ein großer Tag für uns. So, und jetzt mache ich mal Folgendes. Ist ja ein Tech-2-Techniker dabei. Nein! Verdammt, schade. Dr. Sweeney hat Ihnen einen LKW übergeben. Schaffen Sie den Doktor so schnell wie möglich zum Gate und beschützen Sie ihn, koste es, was es wolle. Operationsgebiet ausgeweitet. Das heißt... Wir laden Ihnen den Schaltplan des Schildes hoch, Sir. Seien Sie vorsichtig. Schilde verbrauchen enorm viel Energie. Earthcom Ende. Schild. Pläne heruntergeladen. Schild ist geil. Ihre Handlungen sind unmoralisch. Bitte, was war das für eine Beleidigung? Die Sovereigns versuchen, Dr. Sweeneys LKW abzufangen. Kümmern Sie sich um die Bedrohung. Earthcom Ende. Mit Luftabwehr. Ja, das haben wir fast gedacht. Geht mal nach unten, in den Süden, da fliegt was rum. Das habe ich mir gedacht. Ein Bomber, ne? Ja, ein Kanonenboot, ja. Der ist tot. Der hat keine Luftabwehr. Vor allem, da ist jetzt auch ein Luftüberlegenheitsjäger, wie ihr seht. Der sich gar nicht drum kümmert. Und das Ding eh schon tot ist. Die sollen mal da unten rum patrouillieren. So, er ist jetzt bei mir, das ist gut. Da ist der erste Schild. SD-Puls. So, was ich eigentlich wollte, ist den mal stoppen. Ein Transporter ist wesentlich besser. Der Hälfte hat den Schild abgefangen. Will ich nicht da rein? Dann nicht. Sir, der Cybran Commander errichtet taktische Raketenwerfer. Aufgrund ihrer Reichweite sind sie eine direkte Bedrohung. Wir laden den Plan für die Baskiltech 2 taktische Raketenabwehr hoch, damit sie den Raketen etwas entgegenzusetzen haben. Pläne für Einheit heruntergeladen.
Wir Cybrans nähern uns an allen Fronten. Sie können uns nicht stoppen. So, der LKW ist jetzt da. Und weg ist er. Dr. Sweeney ist sicher zur Erde zurückgekehrt, Captain. Die Cybrans haben ihn etwas aufgemischt. Er lässt ihnen vielen Dank für seine Rettung ausrichten. Earthcom Ende. Okay, wir sind drin. Oh, die haben ja richtig Schaden verursacht hier. Zumindest sieht es erstmal danach aus. Naja, egal. Aber die verbrauchen wirklich viel Energie, das muss man schon sagen. Deswegen baue ich jetzt hier auch nochmal sowas und oben auch nochmal sowas. Ja, yeah, das ist Krieg. Bam, bam, bam. Alles tot, kaputt machen. Bam. Sehr geil. Hat sich das doch gelohnt, die Dinger zu bauen. Er hat eine gute Position an, die Verteidigung war recht dicht. Eigentlich nichts mehr. Also übrigens, den Raketenwerfer, den er gemeint hat, ne? Der stand hier, da wo es raucht. Das war der zumindest mal.
die könnten Probleme werden, ja. Ja, ich kann den Commander sehen. Da schwindet seine Verteidigung. Bam. Guck mal, er opfert sich, das ist schön. Genau zu ihm wollte ich, das ist nämlich mein letztes Ziel. Wenn er weg ist, ist er weg. Oder dann soll er mal stehen bleiben. Genau, so ist gut. Einfach stehen bleiben, dann hat's gleich Peng und du bist tot. Die Otto auch, aber egal. Sie können mich nicht besiegen. Ich bin... Captain, hier spricht General Clark. Sweeney hat uns darüber informiert, dass sich Dr. Bradman auf Minerva befindet. Töten Sie diesen verrückten alten Bastard. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Wir können Bragmans Position nicht bestimmen. Die Cybrans stören den Empfang. Wir müssen unser Signal verstärken. Errichten Sie 3 SA-2-2000 Radarsysteme auf den angezeigten Punkten. Sobald sie online sind, müssten wir in der Lage sein, Bragman zu finden. Earthcom Ende. Pläne für Einheit heruntergeladen. Tarnfeldgeneratoren? Nee, warte mal. Langstreckenradar. Was soll ich das bauen? Warte mal, bevor ich da was falsch baue. Was soll ich jetzt genau bauen? Bauen Sie 3 Langstreckenradar. Sonst will ich ja nämlich das bauen. Ich baue es das mal so an die Seite, damit man noch was sehen kann. Da oben soll ich noch was bauen. Oh Gott, das wird ja wieder ewig dauern. Ich hole mal meinen Transporter, der noch da unten steht. Der soll mal ein paar Techniker holen. Und zwar ein Tech 2. Wenn ich die finde, die sind irgendwo hier oben. Ob das richtig ist. Ja. Das erste Radarsystem ist online. Wir brauchen 2 weitere, Sir. Earthcom Ende. Nimm mal den auf. So, rein mit euch. Ja, nicht drängeln. Das reicht schon. Und wo ist der nächste Punkt? 1, 2 und 1 da unten. Okay. Jo, dann nehme ich sie gleich mit, wenn sie fertig sind. Haben wir echt nur 4 überlebt von den Dingern, ne? Ich habe schon 32. Ich halte die mal in der Mitte. So, bevor ich bei der letzten baue, speichere ich ab und dann beende ich. Hab nämlich keinen Bock mehr. Eine Mission pro Tag reicht. Ja, wo ist denn mein
Wo ist mein Flieger hin? Zwei Radarsysteme sind online, Sir. Wir warten auf das letzte. Earthcom Ende. Okay, neu nehme ich halt die. Basis lebt ja noch. Dürfte aber keinen Einfluss haben. So. Sind das Tech 2? Ja, ich sehe nur Techniker. Ja, das sind Tech 2. So. Reicht für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.